vor wenigen Wochen wird das Leben nun stiller. Die Blätter fallen zu Boden. Und doch ist da die Sonne, die mit warmen, goldenen Strahlen durch die kahlen Äste glänzt. Herbststürme mit Regentropfen, die ans Fenster peitschen. Grau und düster ist es rundherum. Und doch ist da die Sonne, die hinter den Wolken wartet, bis die Finsternis sich verzieht. Kalt wird es. Der erste Frost kriecht über die Nacht auf die Felder, macht braun und welk das Gras. Sanfte Flocken tanzen vom Himmel, Schneewind bläst übers Land, deckt zu, was da bleibt und zur Ruhe kommt. Und doch ist da die Sonne, die mich wärmt und wenn es nur ist, im Funkeln eines Tautropfens am Morgen. Die Weihnachtszeit ist vorbei.
mehr noch. Wir können des Schnees nicht habhaft werden, ihn uns nicht aneignen. Wenn wir ihn in die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern. Wenn wir ihn ins Haus holen, fließt er davon. Und wenn wir ihn in die Tiefkühltruhe packen, hört er auf, Schnee zu sein. Vielleicht sehnen sich deshalb so viele Menschen, nicht nur Kinder, nach ihm, vor allem vor Weihnachten. Viele Wochen im Voraus werden mit Kolumnen bestürmt und bekniet. Wird es dieses Jahr weiß? Wie stehen die Chancen eigentlich? Und natürlich fehlt es nicht an Versuchen, Schnee verfügbar zu machen. In unserem Verhältnis zum Schnee spiegelt sich das Drama des modernen Weltverständnisses wie in einer Kristallkugel. Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Thank you.
unseren Durst zu stillen, hat der Chor Bergklang auch für warme Getränke und warme Atmosphäre am Vortrag gesorgt. Danke dafür. Wir danken Vergiss nicht.